Es ist ja schon da hinten, oder? Ja, lass ihn folgen, komm. Hast du... Ah! Ah! Hier waren wir doch schon, oder? Das Tal kommt mir bekannt vor. Ich bin auch schon mal lang geflogen. Da drüben war früher kein Schnee. Da war definitiv nicht immer Schnee. Oh, da links von uns? Ja. Oh, ich muss mich gleich mal hinsetzen. Naja, hier oben auf dem Berg. Oh, die ist voll windig und die friert, die Alte. Doch, aber nur ein bisschen. Ja, die Fackel jetzt noch, dann würde sie, glaube ich, nicht so arsch erfrieren, aber... Hier ist voll viel Eisen. Ja, alles Mögliche. Das kann nicht landen. Jetzt hat's gelandet. Hallo? Ah. Ah, okay. Ja, doch, da war früher auch schon Eis. Gut, weil das... noch ein T-Rex, ne? Mehrere. Drei Stück oder so, ne? Ich sehe nur links den. Den da. Den! Ah, den habe ich nicht gesehen. Mal rechts an, das sind keine T-Rex, nee, das ist... sind Raptors. Raptors? Raptoren? Raptoren? Das sind was anderes, das sind keine Raptor. Aber es sind Fleischraffer, die haben gerade einen Adler gekillt. Aber es sind keine Raptor. Wir können gerne mal gucken gehen. Oh, warum nicht? Einer davon ist Alpha. Ja, der. Was ist denn das? Sind das diese neuen? Kein Plan. Sogar zwei Alpha-Viecher. Die brennen beide. Das ist aber kein Feuer, also dieses rote Zeug, sondern einfach nur die brennen, glaube ich, einfach. Warum sollten die brennen? Ja, sieht aus wie Feuer. Weil der Alpha-Raptor, der war ja komplett rot. Ich verhungere. Ich habe eben zwar schon wieder was gegessen, aber irgendwie. Oh, ich habe gerade Level Up irgendwie. Klima. Also, ich kann dir was zu essen geben. Ich habe was dabei, aber dann müssen wir halt mal kurz sicher landen. Bin hier sicher. Wo bist du denn? Oh, warte, flieg. Nein. Ja, genau hier. Hä? Ach, da. Aber ich kriege halt durch das. Durch die Kälte kriege ich schneller Hunger. Ja, aber ich habe doch genauso Kälteprobleme wie du. Weiß auch nicht. Ich kriege total schnell Hunger. Ich habe vor einer Minute noch was gegessen und zack, schon wieder Hunger. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Danke dir. Ich habe ein Level Up. Aber ich glaube, bitte... Ich? Nee, mein Anna hat ein Level Up. Das ist gut. Hallo, Anna. Warte, ich mach mal eben, hier... was mache ich denn? Ausdauer, Bewegungsempfindlichkeit, Ausdauer, Gewicht? Ja, lieber nochmal Ausdauer. Die Adler sind schon nice. Würde ich auch gerne einen haben. Das sind aber auch echt viele, ne? Kann man auf denen eigentlich auch reiten? Ja. Ja, geil. Deswegen würde ich ja gerne einen haben. Die können viel mehr Gewicht tragen. Also ich habe noch 10 Narkotika dabei und 32 Betäubungsseile. Aber hier ist ein bisschen tricky, ne? Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir nicht hin, da müssen wir uns besser drauf vorbereiten. So, wie wir es bei dem T-Rex gemacht haben. So war es mal richtig. Der nach zwei Schuss down war. Guck mal, hier ist auch ganz viel Obsidian, guck mal. Echt? Hier, hier blubbert es auch, hör mal, sei mal ruhig. Oder vertue ich mich da jetzt gerade, dass es hier blubbert? Blubbern. Ich habe kein Blubbern. Vielleicht ist es auch der Wind, der pfeift. Ja, wohin? Alle Hause, oder? Wo ist nach Hause? Darum, ne? Ja. Ja, hier auf den... Hier auf den kleinen Berg rauf. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Links von dir. Ich
treffen wir uns oben am Eisenberg. Also er kann auf jeden Fall packen. Weil er greift auch so an. Ja, der mit der rechten Maustaste packt er ja. Ja, ja, mit der linken Maustaste greift er aber auch mit Packen an. Oh, hier ist ein Baum umgekippt. Ich muss auch landen, warte mal. Ja, du musst schon landen vor dem Eisenberg, das ist aber krass. Ja, deswegen wollte ich ja eigentlich mit Red auch fliegen, damit sie sich ein bisschen auflevelt, weißt du? Okay, dann müssen wir den Adler aber auch noch gut auf Ausdauer skillen. Da läuft ein Bronto, deswegen ist dann ein... Hier ist so ein Ding! Hier ist so ein Ding, was wir brauchen! Es ist gerade gelandet! Es ist gerade gelandet! Ich weiß nicht, wie es heißt, es ist gerade gelandet! Ich hab nichts dabei, wo bist du? Ich hab Narkosepfeile, aber nur 36. Ich hab auch Flinte dabei mit Narkosepfeilen. Warte, ich komm hoch. Aber wo bist du? Ich komm hoch. Hier. Boah, Julia, ich hab keine Ahnung, wo du bist, wenn du mir null Hinweise gibst. Da, wo wir den Diplodokus. Da, wo wir den Diplodokus gefangen haben. Genau da drüber. Da ist auch ein Kano direkt. Genau auf der anderen Seite von dem Fluss quasi. Hier oben, ich sehe dich. Hier. Siehst du mich? Nein. Links! Links von dir. Weiter oben. Genau. Pass auf. Hier. Hier rein. Hier hab ich gerade gesessen. Hier hab ich gesessen gerade. Und dann ist es da irgendwo gelandet gerade. Ich sehe es aber. Es ist ein grünes. Weiß ja gar nicht, welche Farbe es hat. Ja, ich sag's dir nur, damit du nach was Grünem Ausschau hältst. Es ist gerade gelandet. Ich kann dir meine Flinte, alles kann ich dir geben. Ich weiß jetzt nur nicht, wo es ist. Seite gelandet, hier unten gelandet, wo nee, ist es gelandet? Hier ist es gelandet. Hier ist es gerade gelandet. Dann habe ich dich gerufen und dann musste ich ja hochfliegen. Es ist halt die Frage, ob es noch hier ist. Ich habe gesehen, hat sich verpisst. Kann sein. Ist ja auch ein Riesenadler, ne? Adler? Ja, ich hab doch... Achso, ja. Ich weiß nicht, ob es hochgeflogen ist. Es ist gerade gelandet. Was, Dave? Das ist nicht Dave, das ist der scheiß Roboter, der mich anstupst. Ich flieg mal hoch. Ach, du bist auch oben. Ich sehe es nicht. Ich glaube nicht. Ach, Mann. Ja, das! Da unten ist es! Da unten! Was? Da! Vor mir! Wo bist du? Da, wo du gerade auch warst. Okay. Flieg einfach zurück. Da, da unten, geradeaus. Okay, okay, okay. Pass auf, wir treffen uns da vorne an dem Felsen. Hier. Bist du noch bei mir? Wo, bei dem Felsen? Genau da, wo wir gerade auch gelandet sind. Und dann gebe ich dir meine Flinte und die Betäubungsmunition. Und ich gebe gerade auch gelandet sind. Okay, okay, warte. Da bist du? Okay. Ja, genau. Und dann gebe ich dir meine Flinte und meine Betäubungspfeile und ich schieße mit dem Bogen. Fallen lassen, fallen lassen. Hast du? Ja, Flinte hättest du mir gar nicht heben müssen, aber... Ja, dann halte fest. Wollen wir hin? Ich komme, ich komme. Da vorne fliegt, es fliegt gerade, nein, es haut ab. Haut es ab? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Soll ich drauf schießen? Ach, du schießt auch schon, okay. Es fliegt zu schnell weg. Es fliegt aber nach unten. Ja, aber wenn du mich mit dem. Wenn du mich mit Pitera packst, kann es klappen. Es ist ja schon da hinten, oder? Ja, lass ihn folgen, komm. Hast du. Was ist los? Kano! 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 Am Strand! Kano. Ich kämpfe gegen das Kano! Das. Ja, ich bin aber schon halb tot. Das ist ein scheiß Kano. Ja, hier ist aber auch ein Insektenvieh. Das mich gerade killt, nebenbei auch noch. Scheiß Kano ist voll stark. Das ist tot. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Warte, hier ist noch so komische Krabbelviecher. Ich bin fast tot.
361 Leder. Nebenbei. Ich komme zurück. Wenn ich schaffe, lebend. Siehst du mich? Nee, ich bewach die Tiere. Alter. Ah, ich komm da nicht hoch, scheiße. Ach, da bist du. Guten Tag. So. Wollen wir hinterher fliegen erstmal? Mal gucken, ob wir es noch wiederfinden. Wird schon zu spät sein. Danke, dass du mir den Weg fliegst. Mir den Weg geflogen. Du bist in die falsche Richtung geflogen. Ja, ich hab's gerade auch gemerkt. Irgendwo hier rüber geflogen. Es ist einfach gerade ausgeflogen. Richtung Berg halt. Ja. Jetzt, wo du das Vieh nicht suchst, dann findest du es. Boah, guck mal, was da ist. Was ist denn da? Sollen wir sowas tänen? Was ist das denn? Das ist neu. Ist das das Vieh, was einen komplett schlägt? Was mich totschlägt? Nee, ne? Nee. Noch anderes. Noch anderes. Ja. Sieht mir auch eher wie nach einer Pflanzenfresse aus. Mir tut auf jeden Fall nicht direkt was. Ich hab mich mal hingesetzt. Greift nicht an. Na, mir egal. Na, du willst ja gleich pennen, ne? Komm, das kriegen wir noch. Ich will irgendwas tamen jetzt. Und was ist mit unserem armen, eingesperrten Dingensen? Ja, da müssen wir ja auch noch hin, ne? Ja, das können wir ja später noch machen. Der wird schon überleben. Ja, wenn nicht, scheiß drauf. Der ist eh viel zu weit weg. Oh, was geht ab? Wow, es greift an! Ah, ich weiß wieso. Der greift nur Fleischfresser an. Und dein Flugvieh ist ein Fleischfresser. Ja, deins doch auch! Ja, aber das jagt nicht. Weißt du, das ist ein Aasfresser. Guck mal, was macht denn das, das sind voll viele, was ist denn hier passiert? Guck mal, hier an der Felswand. Hier sind so drei von diesen... Wow, es greift auf mich an. Siehste? Das greift voll einen an. Ich meine, gut, wenn es da unten jetzt ist, können wir es von oben runterschießen. Da unten? Ja, können wir es doch hier auf die Klippe setzen und von da aus schießen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nö. Nur der Adler landet nicht da, wo ich ihn haben möchte. Für der Adler. Lande jetzt hier. Gut. Rüste die Armbrust aus. Bewegt sich. Wo ist er denn? Ach, da. Da habe ich ihn nicht getroffen. Nein, ich fall runter! Ah, Julia. Ah, fuck! Bist du tot? Mhm. Ich bin tot. Ja, der Sturz hat mich eher schon fast umgebracht. Ich komm mit Perlina. Oder mit Anna. Lieber mit Anna, die ist nicht so ein großer Verlust. Weggelaufen. Das Vieh ist weggelaufen? Das Intelligenz ist zu viel, weil ich hier gesehen habe. Krass. Das ist allen Ernstes richtig weggelaufen. Ich habe keinen Plan mehr, wo es hingelaufen ist. Das hat mich getötet und ist abgehauen, ne? Kleiner Wichser. Oh, Scheiß. Ah, ich seh's nicht. Doch, ich seh's wieder. Wo ist denn meine Tasche? Hast du meine Tasche schon gefunden? Ah, da. Was greift an? Achso, du bist am Kämpfen. Hauptsächlich steht er noch hier an. Damit. Ist sie am Angreifen? Oh, ich hasse es! Warte, ich kann jetzt eh nichts tun. Oh, wo ist das Dressvieh? Wo bist du? Wieso habe ich 10 Steine? Oh, ein Raptor. Kick nochmal.
Es greift aber nicht mich an, ne? Was ist es überhaupt? Da ist es. Verdammte Scheiße. Ah, verflucht nochmal. Was sind das denn für Viecher? Ah, ja. Oh, wow, wow, wow. Pitera ist tot. Keine Ahnung, was das ist. Mich greift gerade an die... mich greift dann die Bälle an das Vieh hier. Was soll ich denn machen? Ich werd doch selber angegriffen! Was? Ich werd doch selber angegriffen! Komm schon! Da hinten bist du. Ich hab keine Ahnung. Dieses scheiß neue Flugvieh greift alles an gerade. Ich weiß nicht, wo die ist. Da ist sie. Ich bin kurz vorm Tod. Ich habe meine Rüstung noch nicht eingesammelt. Ich muss das auch noch schnell machen. Da hinten bist du. Was ist jetzt für eine Musik, bitte? Junge! Pitera ist tot. Verfickte Scheiße! Wieso bist du nicht auf Passiv? Lass mich gerade den Adler holen, sorry. Ich war gerade auf Dings. Achso, hast du noch nicht? Nee, ist egal. Ich wollte dich nämlich mit hochnehmen dann. Warum? Was? Ich habe nie gesagt, dass du sonst das... So, was hat dich jetzt angegriffen? Bitte? Was hatte dich jetzt angegriffen? Irgend so ein neues, krasses Vieh, was mich komplett betäubt hat. Und ich lag auf dem Boden, konnte mich nicht bewegen. Für fast eine Minute. Ja, wollen wir erstmal nach Hause? Ja. Wollen wir ein Flugvieh tamen? Jetzt noch so gut zum normales Flug, hier geht schnell. Ich wollte gerade sagen, das ist so in 10 Minuten fertig. Was willst du Red Level? Ausdauer, Bewegungsfindigkeit erstmal nur. Dass die, oder Gewicht von mir aus auch schon. Ja, jetzt ist Ausdauer. Okay. Kann die auch dringend brauchen. Tag in Ark kehren wir nach Hause zurück. In der Nacht. Red ist tot. Nein, Red lebt. Nein, dein Pitera mit Level Pitera 51. Dein zweites Pitera. Soll ich einen Grabstein craften? Level 51, verdammt. Ich hab Pitera richtig schön hochgelevelt. Ja, Anna war auch schon ziemlich weit oben. Die war auch Level irgendwas mit 40, meine ich zumindest. Ich muss auch alles reparieren, ne? Meine ganze Rüstung ist im Arsch. Mal gucken. Da geht noch gerade mal 70%. Ah, ich hab deinen Sattel aber gesichert. Ah, ja. Das war das Einzige, was ich doch noch dafür tun konnte. Lagst du nicht auf dem Boden und warst komplett betäubt? Nein, ich war doch tot. Hm. Ich bin doch gestorben. Was? Du warst doch schon lange wieder da, als ich auf dem Boden betäubt rumlag. Ja, da war ich aber noch meine Rüstung und alles am sichern. Da wusste ich ja noch gar nicht, dass du angegriffen wurdest.
denn? Das habe ich ja noch gar nicht gecheckt. Ich dachte, weil Anna kämpfte ja mit dir gegen den Raptor. Dann dachte ich, ja gut. Ja, da war aber nicht nur ein Raptor. Da war jetzt habe ich ja gar nicht... mit leuchtenden Augen, wo ich auf einmal bewusstlos wurde. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Also schon dieses Nachtaktive, wovon der Joschka erzählt hat. Wixvieh. Was so ultra-imbar ist. Ja. Es ist verfunden doch mal ultra-imbar. Ich bin übrigens am Braten, ne? Weil es irgendjemanden interessiert, dass ich gerade am Kochen bin. Oh, ja, ja. Ich habe auch schon Fleisch wieder runtergetragen und neues Zündpulver reingelegt. Das ist wunderschön. Dann das muss ich gleich mal meinen ganzen... mehr zum Braten, muss ich muss meine Pike reparieren, ich muss meine meinen Helm reparieren, meine Handschuhe, meine Schuhe, eigentlich alles. Hm. Eigentlich muss ich mich komplett neu machen. Oh, der hat mir jetzt noch gefehlt. Raptor Claws, that's right. Nein, der tut ja Gott sei Dank nichts. Ja. Ist wie der Horror-Dodo oder wie das Ding heißt. Ja, was, der Horror-Dodo? Ja, wie hieß das Riesenfehler? Das stimmt, ja, Dodosaurus Rex. Ja, Dodosaurus, den wir nie gefunden haben. Der Dodo Rex. Ich will den auch gar nicht gefunden. Ich hätte ihn aber trotzdem gerne mal von oben halt gesehen. Ich hätte ihn trotzdem, also ich hätte ihn gerne mal gesucht. Ich packe ein bisschen gegrilltes Fleisch in den Kühlschrank, ne? Dann muss man nicht alles reinpacken. Wie viel hat der eigentlich hier noch? Das, nein, normales gegrilltes Fleisch immer unten in die Räucherkammer rein. Das muss zu dem anderen Zeug werden. Das hält viel länger beim Mitnehmen. Ja, ich weiß, aber das verdirbt ja auch immer so schnell. Deswegen habe ich das in den Kühlschrank gepackt. Ja, wir müssen einfach mal Unmengen Sparkpowder und Öl vorher da reinlegen. Einfach, ja, ich weiß. Was ist denn apropos, hier mit... Apropos, haben wir eigentlich noch genug... Boah, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Benzin herstellen. Wir haben nämlich nur noch 21 im Generator. Ja, will noch mehr Elektrogeräte haben. Was sollen wir als nächstes bauen? Der verdammte Mega-Mörser verbraucht mir noch einfach zu viele Ressourcen. Ah, jetzt habe ich meine Pike fallen lassen. Scheiße, ich Idiot. Wo ist die denn jetzt? Ah, da. Hallo. Ja, das ist halt das Problem, ne? Dass das Ding so viel Ressourcen futtert. Jetzt habe ich die wieder fallen lassen. Was ist denn mit meiner Maushand heute los? Ich zuck die ganze Zeit. Oh, oh, Julia. Ja. Wir könnten. Ja. Haben wir zwar fast keine Zeit mehr, aber das können wir demnächst mal angehen. Ja. Auf dieser Kuppe, wo wir eben standen, das Vieh abgeschossen haben, setzen wir eine Foundation hin oder machen wir so ein Mini-Haus, so einen kleinen Außenposten, wo wir eigentlich nur eine Schmiede reinsetzen. Das ist eine gute Idee, da müssen wir nicht so weit mit dem Scheiß fliegen. Genau. Und eine Werkbank. Genau, und dann können wir zack, 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 die Schmiede vollballern. Am besten machen wir da mehrere Schmieden auch noch rein, damit die parallel arbeiten können. Wollen wir nochmal unser... Wollen wir nochmal... Nicht mal als eine Werkbank, wir brauchen, um das Ding herzustellen, ja den Fabricator, aber dann haben wir einfach nur noch die Hälfte an Gewicht, die rübertragen. Ach so, wollen wir nochmal nach unserem Viech gucken? Unser Außenpostenvieh. So wir als. Wir wollen Flugvieh. Ja, können wir auch. Du hast schon zwei Sattel hier drin, ne? Hab ich einen schon unnütz hergestellt, verdammt. Dann du hast ja schon mal ein totes Tier. Ja, dann habe ich das vergessen und trotzdem einen neuen Sattel gemacht. Ja, die so ein Pteradon-Sattel ist halt auch voll billig mittlerweile. Ja, ist ja auch kein Akt. Falls wir mal einen vergessen, ja, dann haben wir es ja. Machst du halt mal einen Pteradon-Sattel, so scheiß drauf. Sind halt mittlerweile bei Ressourcen angekommen. Da ist das nicht mehr so das Thema, aber eben so einen doofen Sattel zu machen. Ich will aber vor allem das GPS-System bald mal haben. Was brauchen wir dafür? Elektronik. Und dafür brauchen wir Perlen und so einen Scheiß, aber ja, das ist das Problem, ne? Ja, wir bräuchten einen zweiten Itchy, dann könnten wir auch mal zu zweit auf den Weg machen. So viel Glück, nochmal ein Itchy zu finden. Ja, also, was so reingeglitscht ist, ne? Ja, weiß ich ja nicht. Haben wir noch irgendwo 15 Steine?
Bestimmt ja, immer. Da wo Steine drin sein sollen. Nee, da ist nicht. Oh, nein. Okay. Ja, sag ich ja. Ja, ist, wie sieht's aus, das Fleisch gefertigt? 66 Steine, ich brauche noch ungefähr 14 Steine. Ah, hier sind noch 18, perfekt. Okay, so. Was denn? Komm mal raus. Oh. Hier. Tja. Soll ich doch hinschreiben, Level 51? Wer liegt denn da? Das ist Dave. Was? Der lebt noch? Ja. Sollen wir ihn töten? Kann man ihn töten? Nein, aber bring ihn mal ins Haus. Wie soll ich ihn ins Haus bringen? Körper ziehen, krass. Du hast dich verloren. Ja, du musst mir leuchten dabei. Ja, ich hab's, wollte es versuchen. Ach, deswegen lag ich auch hier draußen, weil der mich rausgezogen hat, der Wichser. Ich lag nämlich auch draußen und dachte so, hä? Vor ein paar Tagen. Ja, lass ihn einfach da liegen. Er zappelt ihn! Ja dann! Ah, du hast mein Gewehr, ne? Also mein Schrank hat mein Gewehr. Ja, genau. Ja gut, es muss halt sowas wie Tag werden. Ne? Obwohl, ich brauche es ja nicht. Da fällt mir ein, wir müssen noch, brauchen wir noch Öl. Aber ich brauche es. Wir haben Öl, wir brauchen noch Leder und Holz und dann Benzin herstellen. Wieso ist denn jetzt die FPS rechts? Was geht an? Ich habe keine Ahnung. Aber für ein. Wir brauchen Holz. Wofür? Für Benzin. Ja, ich soll ich eben geben im Biber. Haben wir nicht noch irgendwo was drin, was du mal holen kannst? Ich hab grad schon Leder geholt. Ich glaube nicht, sei denn der Biber selber hat noch Holz, aber ich meine, ich hatte... Pluto auch nicht mehr oder so? Da habe ich jetzt... Fuck, krass. Doch, der Biber hat noch jede Menge Holz. Ich komme mit 300. Ja. Yeah. Kannst du mir entgegenkommen, sonst brauche ich ewig. Hier, ich lass mal eins fallen. Ich vielleicht direkt auf deinem Inventar zu breiten? Okay. Da! Wo soll ich das jetzt hin tun? Hier. Oh, verdammt. Muss mir mal gerade die Hälfte abnehmen, bitte. Guck doch mal. Werkbank? Ja. Da greift kein besserer Platz ein. Hier ist doch auch noch jede Menge Holz drin in der Werkbank. Ja, das habe ich ja nicht gesehen. In der Fackel hier verfluchte Scheiße ist sogar noch jede Menge Holz. Ja, das hatte ich da vorratsmäßig reingetan, für, um die anzumachen. Ja. Hm? So. Ah, scheiße. Warte mal, ich muss meinen Tisch kurz putzen. Julia, knapp 27, kann nicht trinken. Aber ich habe nicht auf die Tastatur gekleckert. Ich bin stolz auf mich. Das wäre es jetzt auch. Ey. Ich glaube, dann hätte ich die direkt trocken gelegt, in Reis gelegt und alles. Ah. Ja, wollen wir dann mal so ein Vieh abschießen? Gehen wir aus der Tür hier raus. Ja.
ist das Tor auf. Ja, weil wir beides wahrscheinlich. Wir haben es, glaube ich, beide zumachen wollen und dann. Ja. Haben wir verkackt, Junge. So. Ich habe letztens 2 Narkosepfeile drauf geschossen. Da unten fliegt eins. Aber über dem Wasser ist Kacke. Also er trinkt dann wieder. Ja. Und wo sollen wir jetzt gucken? Ja, entspann dich. Andere Seite. Dann verdursten wir. Das erste Mal kommt meine Flasche zum Einsatz. Oh, da schubt ein Biber. Ein Biber. Solange der Biber mich nicht angreift, ist mir das egal. Ich will es scharfschützen wieder. Ja, hab ich zu Hause gelassen. Ja, aber es gibt eins. Ach so. Hast du nicht eins? Es landet genau vor mir, der kleine Wichser. Aber oh, haut. Was? Ja, hier. Aber im Wasser. Ja, im Wasser! Ja, komm runter. Buch und so. Was bist du denn jetzt? Auf der anderen Seite, bei Fluss. Ach so, ich bin hier in die Bucht reingeschwommen. Ach Gott. Wollte da mal gucken, ob da was ist. Ich sehe nämlich einen Schatten. Das ist nur dieses kleine Wichsvieh, was die ganze Zeit hier über dem Fluss schwimmt. Ich sehe nämlich den Schatten im Felsen. Ja. Landung. Hast du eins? So. Ja. Ja, vielleicht finde ich ja auch noch eins. Ansonsten bin ich gleich bei dir. Ich renne gerade einmal im Kreis. Ach, Kompis. Dieses scheiß Drecksvieh wirft aber auch einen mega Schatten, du hör mal. Was da über dem. Über der Bucht schwimmt, fliegt. Wir hätten ja auch einfach noch einen Adler tamen können. Oh. Das nächste Mal. Ja, dann ist schon 10 vor. Achso, ja, stimmt. Hier steht eine Kiste an der Ruine hier hinten. Hm. Und die Ruine stand ja früher nicht da, soweit ich weiß. Richtig. Nee, das ist ein toter Kompi. Staubsauger-Simulator. Ah, mach gut sauber. Wie habt ihr den jetzt eingestellt? Ah, noch gar nicht. Wir lassen den erstmal nur fahren. Ah, er fährt gerade die Kanten. Wo zum Teufel bist du? Ah ja, den Fluss entlang. Ja, ich bin jetzt da, wo wir immer fischen. Was? Ja. Den Fluss entlang. Du bist weiter Richtung Süden. Ich bin im Norden. Ach so. Also bist du nach hinterm Haus? Ja. Ach so, du bist in die ganz andere Richtung. Den Fluss entlang halt. Welchen Fluss meinst du denn? Ja, ich bin in die Bucht gelaufen. Ja, ich hab doch gesagt, den Fluss entlang. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Ich hab's aber 10-mal gecheckt. Ja, ich hab's trotzdem nicht gecheckt. Weil du sagst andere Seite. Du kannst doch nicht sagen andere Seite, wenn du so ganz woanders bist. Ah ja, damit hast du ein Problem, ne? In den Schreibtischstuhl reinfahren. Achso. Lass mich hier in Ruhe zocken, du Wichser. Hm? Musst du genau da so eine Lichtschranke machen. Vor dem Schreibtischstuhl. Ja, glaub auch. So ein Viereck, was genau diesen Quadratmeter zwischen Schreibtisch und Stuhl halt ausspart. Der arme Kerl wird eh nicht klarkommen, wenn du da die 2 Stühle stehen hast und das Bügelbrett und dein ganzen Kran sonst immer auf dem Boden liegt. Ja, es ist ja gerade so. Arme Kerl. Und dann soll der sauber machen. Ja.
Ah. Habe ich ihn ja auch bezahlt. Ach, da bist du. Ah, hast du mich jetzt gefunden? Ja. Bin begeistert. Fick dich! Wow, was zur Hölle, Junge! Was war jetzt? Ich hab den Ventilator, der hier noch steht, umgeworfen. Du hast ihn umgeworfen oder der hat ihn umgeworfen? Der! Ich hab keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Randale! Ohne Scheiß. Du kannst den doch eigentlich auf den Schrank setzen, den Ventilator. Wollte ich schon vor Wochen sagen, das ist ja nicht mehr. Ich weiß. Und? Wie läuft's hier mit euch? Ist ja ein Weibchen. Ja, wie immer. Das ist jetzt Pitera. Ist das jetzt Pitera Teil 3? Nee. Nee? Hast keinen Bock mehr auf Pitera? Nee. Gut. Nennen das Helene. Ist eigentlich ein Männchen. Oder Helga. Bock mehr auf scheiß Weibchen. Ich will immer ein Männchen haben. Ich will immer nur Weibchen. Ich guck mal, ob ich eins finde. Scheiß Weibchen. Will Peter. Nein, wir einen Pteradon haben. Was ist denn hier für eine Ansammlung an Schildkröten? Da müssen wir wieder Schildkröten ausrotten. Wetten, das Vieh da hinten, was über dem Fluss schwimmt, ist ein Männchen. Über der Bucht. Ich geh mal kurz mal ein Bettchen holen. Ja. Hast du Narkotika reingetan? Achso, du bist ja gar nicht mehr am PC. Batim. Oder ich nenne es Peter Dactylus. Peter Dactylus? Ja. Family Guy. Du Peter Dactylus! Aber es ist ja auch ein Männchen dann. Da hinten fliegt noch eins. Ich guck mal, was das ist. Vielleicht ist es ja ein Männchen, dann schieße ich dir das ab. Wie vermehren die sich überhaupt, wenn es nie ein Männchen gibt? Als ist es Kinder. Du musst einen Craster finden. Es gibt einen Craster, Pteradon. Ja, das war bestimmt dein Peter. Ja. Der jetzt schon lange schon nicht mehr unter uns weilt. So, was bist du da oben? Ich habe ja mein Fernglas, ich hab mein Fernglas ja wieder. Oh, ich verhunger. Ich sollte mal was essen. Es sind sogar zwei, guck mal. Wo bist denn du? Fuck. Weiblich. Weiblich, es sind beides Weibchen. Das war so klar. Scheiß drauf. Ja, das ist jetzt die Lede. Jetzt soll ich auch noch eins abschießen? Es sitzt da gerade eins. Ach, warum denn? Ja, falls weißt das nächste du? Stirbt. Wie immer. Ja, weil Red wird auch. Da sind sogar noch. Da ist noch ein drittes. Macht uns eine Armee von denen. Ja. Fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Wir machen uns jetzt eine Armee. Ich schieß daneben. Es steht direkt vor mir und ich schieß daneben. Wie geil ist das bitte? Es haut nicht mal ab. Na jetzt. Es haut ab! Ich hab's zweimal getroffen, es haut ab und landet instant, weil es bewusstlos ist. Nice! So, liegt hier. Ist natürlich ein Weibchen. Level 6. Aber ich hier Level 20. Na, was fressen die rohes Fleisch, ne? Ich muss noch Narkotika holen, habe ich ganz vergessen. Ja, ich habe nur Narkotika dabei. Ich muss halt nur mal eben ein paar Dodos killen für Fleisch. Aber die sind ja gegenüber. Wo haben wir noch Narkotika? Ganz viele im Mörser. Du hast, glaube ich, auch noch was im Schrank. Soweit ich das gesehen habe. In die Schrank. In die Schrank. Ansonsten habe ich noch über 60 dabei. Musst du zu mir kommen. Ja, ich habe genug Mörser, sind 200. Ja, wollte gerade sagen. Ich schlachte mal eben ein paar Dodos. Für Fleisch. Hier ist ja gerade noch irgendwo ein Dodo da.
treffe es aber auch nicht, ne? Mist, ich habe gerade noch mal eins, zweimal abgeschossen. Das haut aber gerade ab. Der kleine Wichser. Es fliegt quasi in Richtung deine Richtung. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen stärker, weil sonst wärst du nicht nach zwei Schuss einfach abgehauen. Hier paaren sich gerade zwei Brontos. Das sieht zumindest so aus, als würden sie sich paaren. Ist natürlich nicht der Fall. Ja, krass. Das wäre wirklich krass. Wenn es ja noch Berufszeiten und so geben würde. Das wäre cool. Ups. Ja, schade, das eine ist leider abgehauen. Weil die Sonne ist mir so ätzend. Mhm. Da hinten fliegt noch eins. Was hast du für ein... Was bist du denn? Männlich! Level 2. Kannst du dir jetzt aussuchen. Ich kann da noch rüber schwimmen. Ja, gut so. Mach die Küche sauber. Also es gibt noch männliche. Nur halt Level 2. Ist wahrscheinlich gerade erst geschlüpft. Eigentlich wäre es logisch, ein paar mehr davon zu haben, aber wir ja ständig darauf verrecken, oder ich zumindest. Das ist wahrscheinlich der Sauger gewesen, keine Ahnung. Und wenn wir ja mit irgendjemandem mal was machen hier, dann hat der ja auch sein eigenes Flugvieh. Oh. Das ist dann eigentlich schon sinnig, ein paar mehr davon zu haben. Und wäre vielleicht auch cool, wenn wir immer Eisen holen. Dass wir die vielleicht auch mitnehmen, damit die schneller aufleveln. Ja, das nervt halt aber auch voll. Ja, deswegen haben wir ja die Lystrosaurier da stehen. Die fliegen so ätzend vor der Nase rum. Das auch. Aber wenn die folgen und du fliegst normal langsam, nicht auf, also nicht schnell, dann halten die aber auch durch, ne? Oh. Komischerweise.